ISA 12. Hier ISA 12. Fahren Sie zur Christiniusstraße 10. Hilferuf aus dem zweiten Stock. ISA 12 fährt. Richtig. In der Nähe ist. Ja, vielleicht. Gell, wenn für jemand rausguckt, dann redst halt du. Ja, ja, ist schon gut. Was ist denn los? Kann ich mal telefonieren? Ja, so eine Lausbuberei. Ich werde helfen, die Leute rausleiten. Bitte sie gleich verschwitzt, da hol ich Polizei. Da vorne ist was passiert, ein Überfall. Rufen Sie doch bitte die Funkstreife an. Hä? Was ist denn, Sie haben einen Überfall? Ah, was weiß ich? Funkstreifen soll man rufen. Mein Mist, ich fall du da ja nicht rein, gell? Wer was von das für Lumpen sind? Die werden sich schon schleichen. Ja, komm vom Fenster weg, zum Schluss schießt es noch. Sei jetzt Staat. Warum geht's denn nicht gleich zur Polizei? Ich kenn mich doch hier nicht aus und telefonieren geht schneller. Soll das Licht ausmachen? Warum was passiert? Jetzt gib's schon Ruhe. Wir haben kein Telefon. Da müsst schon andere rausleiten. Da drüben an der Bäckerei, die haben ein Telefon. Jetzt hören Sie doch mal zu, da vorne da liegt ein Mann. Hör doch auf, du merkst, die wollen nicht. Ich versuch's mal da drüben. So was Stures. Hallo, Sie. Haben Sie Telefon? Warum ist was passiert? Ein Taxifahrer ist überfallen worden. Wo? Da drüben am Wald. Kommen Sie mit rein. Richtig, Bier. Fahren Sie Schillerstraße, ein Verkehrsunfall. Gut, wir kommen sofort. Vier, Herr Verstanden. Oh, das ist besser. Wer ist einsatzbereit? Ruth hoch. Ein Taxiüberfall. ISA 12. Richtig, ISA 12. Fahren Sie Ruthhof-Siedlung. Am Römerweg 5 werden Sie erwartet. 12 hat verstanden. Richtig. Geht das auch schon wieder los? Jetzt haben wir so lange Ruhe gehabt von den Gangster. Wenn ich dir sag, gerade hat's der Polizeifunk durchgegeben. Ach, so ein Hund, wenn ich da erwischen darf. Pass du aufs Telefon auf, wir hören weiter. Auf, kein Kerl, da so ein Hund. Wo warst denn? Am Rothof, glaube ich. Vielleicht erwischt, Bleber. Schau dir das an. Ist er tot? Nein, nein. Schädelbruch wahrscheinlich. Herbert, schau mal nach seine Papiere. Nichts anfassen, gell? Pärchen eingeschlossen worden nach der Nachtvorstellung. Isa von 12. Bitte schicken Sie BRK einmal männlich zur Rothof-Siedlung. Auf den Wege nach Dill, wo es zum Brückenwirt abzweigt. Es handelt sich um den Taxiüberfall. Der Fahrer wurde niedergeschlagen. Richtig. BRK wurde bereits verständigt. Auch die Kripo ist unterwegs zu Ihnen. Das Kennzeichen des Taxis ist Martha-Anton Paula 620. Die gelbe Konzessionsnummer 284. Richtig. Herbert, wie heißt denn der Fahrer? Jede Brieftasche nicht. Es dürfte sich um einen Raubüberfall handeln. Die Papiere des Fahrers fehlen. Personalien unbekannt. Richtig, wir verständigen die Taxizentrale. Verstanden. Du. Der muss ihn noch gewehrt haben. Der Glas von seiner Armbanduhr ist kaputt gegangen. Auf 10 nach 12 steht sie. Vor einer guten Stunde also. Da haben Sie die Brüder noch sauber aus dem Staub machen können. Taxizentrale, guten Abend. Ja, bitte welche Straße? Ja. Chinasweg 7, Dr. Wagner. Richtig. Es kommt gleich ein Wagen. Ja. Der Fahrer läutet. Danke, auf Wiederhören. Richtig verstanden. Zentrale an alle. Überfall auf Taxi am Rothof. Fahrer niedergeschlagen. Es handelt sich um die Taxi 284. Falls jemand über den Verbleib von 284 Angaben machen kann, bitte sofort die Zentrale verständigen. Ende. Zentrale von 361. 361. 284 fährt der Kneidl Peter. Richtig verstanden.
wie Sie hierher gekommen sind. Hat er da noch reden können? Nein. Haben Sie sonst jemand gesehen, der Ihnen verdächtig vorgekommen ist? Nein, niemand. Aha. Wie sieht's denn bei euch aus? Bis jetzt haben wir bloß einen Zigarettenstummel gefunden, hinten drin. Ja, lasst euch Zeit. Lieber alles zweimal umdrehen. Ich fahre noch ins Krankenhaus, vielleicht, dass er kurz vernehmungsfähig ist. Ich fahre jetzt mit euch mit. Alois! Isa von 12. Wir fahren mit einem Beamten der KP zum Krankenhaus rechts der Isa. Verstanden, Isa 12. Sie sind vorerst nicht einsatzbereit. Richtig. Es wird wohl während der Fahrt passiert sein, der Überfall. Möglich. Wenn es ein Funktaxi gewesen war, hätte es so leicht gar nicht passieren können. Weil die sind ja ständig mit ihrer Zentrale in Verbindung. Na, und wenn er überfallen wird, dann ist er sowieso zu spät. Ja, und trotzdem hat's ein Funktaxifahrer besser. Wenn der nämlich nachts einen Verdächtigen im Wagen hat oder in irgendeine gottverlassene Gegend fahren muss, dann gibt er seiner Zentrale ein bestimmtes Losungswort durch und die Zentrale ruft dann alle paar Minuten zurück. Das verstehe ich nicht. Er fährt doch die Zentrale nicht, wenn er von hinten ins über den Kopf kriegt. Aber vielleicht schlägt er überhaupt erst gar nicht zu, wenn er merkt, dass der Fahrer alle paar Minuten seinen Standort durchgibt. Naja, in Hamburg drin, da haben sie einen überfallen. Der hat zwei Pistolen dabei gehabt. Außerdem eine Alarmanlage im Wagen und was weiß ich. Und nichts hat er benutzt. Naja, aber das ist schon hundertprozentig sicher. Am besten ist immer noch eine gesunde Portion Misstrauen. So? Den wäre der Huber das höchste an Taxifahrer. Ich? Wieso? Ja, du wirst doch schon misstrauisch, wenn einer nicht bayerisch spricht, oder? Tja, ob der halt noch was auszahlen kann, so wie der ausgeschaut hat. Wir müssen es jedenfalls probieren. Schwester, wie steht's? Der Herr Doktor kommt gleich. Sind Sie auch so ein Freund von den Krankenhäusern? Ich bin den Kunk bloß gespürt da, meine Zeit. Um ein Haar hätte ich Medizin studiert. Ja, geh weiter. Und mir wird schon komisch, wenn ich einen Krankenbesuch machen muss. Meine Frau, die lacht schon wieder drüber, gell? Ich glaube, nicht, dass so ein Krankenhaus liegen müssen, ich darf erst richtig krank werden. Also, das wird heute nichts mehr. Wie geht's ihm denn? Schaut schlecht aus. Schädelbasisbruch. Ruf uns doch morgen früh an. Du, Huber, ja? Hat sich ein Taxifahrer gemeldet, der heute Nacht noch mit dem Kneidl gesprochen hat, bevor sie ihn überfallen haben. Und zwar ist der Kneidl telefonisch ins Café Hubertus bestellt worden. Woher will der Taxifahrer das wissen? Der hat sich bei seinem Hintermann noch nach dem Weg erkundigt, bevor er losgefahren ist. Also, fahren wir zu Hubertus. Dankeschön, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir haben schon zu. Machen Sie auf, Funksteife! Das ist doch ein Benno, seine Stimme. Auch jetzt möchte er zum Saufen anfangen, wenn wir zumachen. Benno, geh heim und lass deine blöden Witz, gell? Aufmachen, Polizei! Das ist doch nicht dem Benno, seine Stimme. Ich mach doch lieber auf, hä? Na, ich seh mir nichts mehr. Den Benno schon gar nicht. Ah, jetzt sowas. Wir haben uns gedacht, das sind ein paar Psoffene. So, das haben wir, dass ihr denkt. Ja. Ja, ich hätte schwören können, dass das ein Benno sei Stimme war. Das war ein glatter Männer gewesen. Zur Sache. Habt ihr einen Gast da gehabt, der ein Taxi bestellt hat? Taxi? Na. Weißt du was, Emi? Von dem Taxi? Ja, ich glaub schon. Was hast du glauben? Das müssen wir schon genau wissen. Selbstverständlich, ja, ja. Warum hat's was gegeben? Also jetzt warten Sie ab. Na, was ist? Na, mir hat er bloß das Telefongeld gegeben. Telefoniert hat er selber, bei der Küche draußen. Ja und? Na, wie hat er denn ausgeschaut? Der Herr Gstettenbauer. Ah, der Herr Gstettenbauer, ja, ja. Ist der hier bekannt? Ja, ja, das ist einer von unseren Stammgästen, kann man sagen. Der kommt bei jedem Wind und Wetter, trotz seiner 70 Jahre. Ja. Für den interessieren wir uns eigentlich weniger. Na, sonst weiß ich nichts von dem Taxi. Da hat kein anderer Gast telefoniert, kurz vor Mitternacht. Ja, nicht, dass ihr wüsst. Weißt du was, Anni? Kurz vor Mitternacht. Heute einmal, bevor der eine da gegangen ist, mit dem heller Kamelamantel. Ja, also der hat mich gefragt, ob ein Telefonzelle in der Nähe ist. Gleich ums Eck habe ich gesagt. Sie können auch bei uns telefonieren. Aber das hat er nicht wollen. Ach der, das war sowieso so ein komischer. Na, dem Dialekt nach muss er Norddeutscher gewesen sein. Wieso komisch? Ja, da hinten ist er gesessen und hat einfach vor sich hingestirrt. Ja, und wissen Sie, was der verlangt hat? Was? Ein Dortmunder Bier und das in München. Das ist allerhand, was? Wo ist er denn gesessen? Ja, da.
gar nicht aufgeräumt. Ich bin ja gerade dabei. Bitte nichts anrühren. Lassen Sie alles so stehen, wie es ist. Ist allein da gesessen? Ah, ja, freilich. Hat der Patzi vielleicht das Taxi nicht gezahlt? Also mir hat der Kleine gefallen. Was sagst denn du, Anni? Ja, ich weiß nicht. So einen stechenden Blick, wie der gehabt hat. Habt ihr euch genau angeschaut, den Burschen da? Ich eigentlich weniger. Ich brauche eine genaue Beschreibung. Versuchen Sie sich zu erinnern. Ja, ich bin ja gerade dabei. Ich muss mir nur mal genau vorstellen. Wie groß war er ungefähr? Ja, wenn er steht, dann war er ungefähr so groß. Und dunkelblonde Haare hat er gehabt. Wie alt? Ja, vielleicht 30. Figur? Ja, schlank. Ja, schlank war er. Gesicht? Rund, oval, länglich? Oval, würde ich sagen. Also, wenn Sie mich fragen, ausgesprochen unsympathisch. Das ist halt ein relativer Begriff. Der nutzt uns nichts bei der Verhandlung. Unsympathisch würde ich gar nicht sagen. Eher unheimlich. Okay, unheimlich. Lass ich nicht lachen, was du dir alle einbildest. Da tust du gerade so, als ob du einen Mörder bedient hättest. Der Kerl hat einen Taxifahrer überfallen. Eine Spinne? Und so einer war bei uns da herin? Kannst du dir das vorstellen, Anni? Ja, dabei hat er doch eigentlich so gepflegte Hände gehabt. Der Verdächtige hatte graugrüne Augen, gepflegte Hände und spricht Hochdeutsch. Er war mit einem dunklen Samtsakko bekleidet und hellbraunen Kamelhaarmantel. Er trug keine Kopfbedeckung. Na, richtig. Wir verständigen auch die Taxizentrale. Richtig. So, und mich setzt er dann am Präsidium ab. Hallo, Herr Nachbar. Kommen Sie mit, ich möchte warm. Ja, ich komm schon. Wissen Sie, haben da gerade eine wichtige Meldung durchgekriegt. Die Beschreibung von einem Taxiräuber. Was? Taxiräuber? Du, geh lieber zu Fuß heim. Isa von 45. Bitte 45. In der Richard-Hauber-Straße machte uns ein Taxifahrer auf einen Mann aufmerksam, der Ähnlichkeit mit dem Taxiräuber hat. Da der Mann sich nicht ausweisen kann und jede Auskunft verweigert, wird er von uns zur weiteren Überprüfung zu Revier 14 verbracht. Den schauen wir uns mal an. Isa 45 von 12. Isa 45. Wir sind mit einem Beamten der KP auf dem Weg zum Präsidium und kommen vorher auf den Revier 14 vorbei. Bitte veranlassen Sie, dass der Mann bis zu unserem Eintreffen dort bleibt. Richtig. Guten Abend. So, wie schaut's denn aus mit unserem schweigsamen Zeitgenossen? Bis jetzt hat er uns nur seine Personalien angegeben. Und, was ist damit? Die stimmen soweit. Ich hab grad nachgeschaut in der Kartei. Ich telefoniere mal kurz mit meiner Dienststelle drüben. Und nachher hätte ich ganz gerne gewusst, wo Sie sich heute Nacht zwischen 12:30 und 12:30 aufgehalten haben, Herr Dombrowski. Was? Wie heißen Sie? Dombrowski? Da kenne ich doch auch einen. Dombrowski heiße ich. Ach so. Er redet wieder. Und ich habe mir schon gedacht, er hat Sprach verschlungen. Ach Quatsch. Meine Ruhe möchte ich. Typisch Dombrowski. Der redet genauso. Dass Sie nur immer mit Ihrem Dombrowski haben, ich kenne den Herrn nicht. Das wirft Ihnen ja niemand vor. Jedenfalls habe ich bisher immer geglaubt, die Preisten sind umgängliche Menschen. Sind sie auch. So? Da scheinen Sie aber eine Ausnahme zu sein. Ach, hören Sie mir doch auf. Ich habe die Nase voll. Die Nase voll? Von was? Von der Ehe. 3 Wochen bin ich jetzt verheiratet. 3 Wochen? Ja, mei, das ist ja keine Zeit. Da muss man sich erst zusammenraufen. Zusammenraufen, eben. Und deswegen sitze ich nun hier. Können Sie uns das näher erklären? Ich habe mich mit meiner Frau gestritten. Naja, ein Wort gab das andere, bis es mir schließlich zu dumm geworden ist. Schimpf nur weiter, habe ich gesagt. Ich gehe so lange runter, frische Luft schnappen. Und da hat man dann Sie geschnappt? Genau das. Und keinen Ausweis? Na, wir denken schon daran, um die Zeit. Also, wir fahren jetzt mit Ihnen in Ihre Wohnung und Ihre Frau wird uns dann den Sachverhalt bestätigen. Die wird vielleicht staunen, wenn ich mit der Polizei ankomme. Mei, ist was passiert? Hat er Sie was antun wollen? Nein, eigentlich nicht. Ist das Ihr Mann? Na ja, freilich. Warum? Was ist denn los? Das wird Ihnen dann Ihr Mann selber erzählen. Wann hat Ihr Mann das Haus verlassen? Vor 20 Minuten vielleicht. Ich bin schon ganz unruhig geworden, weil er nicht zurückkommt. Dann sind wir ja eigentlich jetzt hier überflüssig. Goetheplatz anfahren. Ja, bei uns wird sich hoffentlich noch einer was rühren, wenn die Nachtlokale in der Gegend zu machen. Du, ich hab jetzt gerade eine gute Fahrt gehabt nach Stambergen aus. Und auf der Rückfahrt in Stadtnei habe ich auch noch einen erwischt. Sauber. Zentrale an alle. Wir verweisen nochmals auf den Taxi-Überfall am Rothof. Wir bitten um Mitfahndung. Was, ein Taxi-Überfall? Ja, weißt denn du das nicht? An der Dillerstraße haben sie ihn niedergeschlagen. Neidl-Peter. Am Peter? Ja, und? Weiß man schon was Näheres?
Ja, schwere Kopfverletzung anscheinend. Vorhin haben sie eine Beschreibung durchgegeben von dem Täter. Da, lies, was Zentrale durchgemacht. Ja, du Spinne. Das passt da haargenau auf den, den ich gerade reingefahren hab. Geh, komm, mach keine Sprich. Na ja, freilich, wenn ich das doch sag, geh zu, ruf Zentrale an. Zentrale 5589. Wer ist einsatzbereit zur Krügerstraße? 12 steht Rottachplatz. Wo steht dieser 13? Wir sind in der Kindlerstraße. Schalten Sie bitte auf I. Kommen ist er. Fahren Sie in die Orchideebar, Krügerstraße. Ein Taxifahrer hat dort vor etwa 10 Minuten einen Gast abgesetzt, der Ähnlichkeit mit dem Taxiräuber haben soll. Schauen Sie nach. Der Taxifahrer, der den Mann dorthin gebracht hat, kommt auch. Richtig. Isa von 13. Wir fahren zur Unterstützung von Isa 12. Richtig. Nachher müsste, wenn es wieder der Falsche war. Sag mal, Orchideebar. Waren wir doch neulich erst, wegen Zechbetrug. Na, ich nicht. Die existiert ja erst seit 14 Tagen. Orchideebar, bin ich sowas schon her. Heutzutage nennen sie alles gleich eine Bar. Dieselbe Borzen hat früher grüner Baum geheißen. Da war es eine reelle, wirkliche Bierwirtschaft. Und jetzt? Das ist früher zur Gassenschenk gegangen. Da kommt Taxi. Seid ihr fast so schnell wie mir? Ja, wir waren gleich auf dem Standplatz drüben. Grenz haben wir auch. Aha, na schön. Hier, Wachtmeister, ich hab ihn gefangen. Ich komm gleich mit rein, den kenn ich gleich wieder. Was ist noch, packen wir's? Na, da schau her. Ich werd der 13er sein. Servus. Da sind wir ja komplett. Bleibt hier gleich heraus, gell? Die Borzen hat nämlich mehrere ausgegeben. Hey, meine Herrschaften, bitte zurückgehen. Nee, ist da vielleicht der Luft hier, wenn du... Twist. Ja? Die tanzen Twist. So. Hast du tanzen gesagt? Ja. Also, was ist? Nein, ich glaub, da herin ist er nicht. Das vielleicht? Ja, ist schon möglich. Von hinten sicher nichts. Wo ist denn der Hinter, wo gerade angestanden ist? Der ist gerade raus. Sir. Was ist? Ich bin der Geschäftsführer hier. Suchen Sie jemanden. Ja, freilich, dem der Mantel gehört. Sie sind voll neu festgenommen. Ich mache Sie auf die Folge eines Fluchtversuchs. Ach! Mensch, Adolf, was ist denn los? Schau, dass du weiterkommst. Da raus! Wir werden es noch gleich holen, Herr Lehrer! Auf den Kerder! Ja, aber nicht von euch! Wolltest du dir vielleicht nur einen Schutz nehmen? Oder was dabei gehabt? Zum Schießen nix. So, sonst auch nix. Na, da schau her. Klar, jetzt hat er gerade genug. Na, das hab ich alles am Spielautomaten gewonnen heute Nacht. So, seit wann fallen da die Mangel raus aus den Automaten, hä?
Da ist ein Telefonzeichen von uns. Da, das ist für uns wie Telefonautomaten. So, wo haben Sie denn das her? Hat's mir der Taxifahrer ausgegeben. Ich rausgeben? Sie, der hat mir das Fahrgeld genau abzahlt gegeben. Der liegt vielleicht was zusammen, der Bruder, der Mistige. Ja, wo haben Sie es dann her? Hat's mir der andere gegeben. Was für anderer? Weiß nicht. Schon länger her. Länger her? Sie meinen wohl seit Mitternacht. Die Münzen ist doch von den Taxifahrern, mit denen sie von Hubertus zum Rothofen ausgefahren sind. Und den sie in den Wald überfallen haben. Oder wollen sie das vielleicht abstreiten, ha? Gangster, du Drecker da. Fahr mal halt ins Präsidium. Ja, fahrt's dazu. Ich komm nachher mit dem Taxifahrer nach. Ja, was ist denn mit dir los? Fällt dir was? Er hat im Huber einen reingeschlagen. Ja, dann lass dich jetzt erst untersuchen, das andere hat ja noch Zeit. Was? Ich ins Krankenhaus? Dass er nicht lacht. Ja, das musst du verstehen, der Huber, der kann den Geruch nicht vertragen von so einem Krankenhaus.